Tree Spider. Ich habe gerade Drehspieße als erstes gelesen. Drehspieß? Da hat schon wieder jemand Hunger. Da hat schon wieder jemand Hunger. Oh, ein schöner Drehspieß. Drehspieße 107. Drehspieß. Okay, die haben einen Computer bei sich. Interessant. So, ich muss ja wieder hinter uns vor. Oh. Ja, deswegen habe ich ja gerade auf dich gewartet. Bin hinten. Super. Dann krumm's voll gegen die Wand. Ja. Ah, sehr schön. Aber auch die anderen beiden Fahrzeuge sehen jetzt nicht so nicht getunt aus, als wenn da schon viel Erfahrung herrscht. Muss ja nichts heißen unbedingt. Das muss nichts heißen, das ist richtig. Warte, ich brauche meinen Fußball. Hier hinten. Nicht schubsen. Schön ausgekontert. Das war ein echt guter Ball. Ja, und rein. Wenn da jetzt einer gestanden hätte. Notfalls gerade nach hinten geben. Nein! So wird zum Thema gerade nach hinten geben. Ja, von euch, nicht von den anderen. Auch gerade nach hinten. Ja, vor allem, ich bin noch. Ich hätte gedacht, ich habe mir erwischt. Ach, fehlt ein halber Zentimeter. Ein halber Zentimeter. Ja, das kann ich glauben. Nein! Was soll denn das? Was ist denn jetzt hier los? Eine gute Frage, was ist denn jetzt hier los? Woran hat's denn gelegen? Ja, ich hab ihn doch erwischt, das hat man doch gesehen. Nee, eben nicht. Du bist hinten, okay. Ja, alles gut. Wollte nicht so hoch, ich sehe doch den Ball nicht mehr. Ich eier hier rum wie so ein verurteilter Mensch. Sehr yes. Schön, Dennis. Alter, er hat den auch nicht rausgekriegt. Vorwoche, ne? Ja. Ah, verdammt, ich bin zu früh gesprungen. Und ich zu. Und rein. Geht doch. Schönes Ding. Danke. Ich froh
dass man keine Schäden nimmt, wenn man gegen die Wand knallt. Wenn man jetzt zum Beispiel sich mit dem Boost und dem Spring falsch einschätzt. Dann nochmal zerbrechen, Knall. Das wäre schlimm, ganz ehrlich. Weil mir das sehr häufig passiert. Ja gut, das ist aber normal. Ja klar, aber da bin ich echt froh, dass es sowas da nicht gibt, weil sowas demotiviert dann halt auch die Spieler. So, ich bin erstmal wieder hinten. Bin ich hin? Bin wieder hinten. Tau mir doch nicht meinen Boost. Jetzt hat er den Boost nicht mitgenommen, ich glaub's ja wohl. Alles gut. Dann ist falsche Richtung. Letzte Minute läuft. Wir führen aktuell so ganz entspannt. Sag das nicht, dass man ganz entspannt bleiben soll. Doch, doch. Bleib ganz entspannt. Die ganze Zeit am besten über. Sekunden. Teamwork? Ich fahr wieder zurück. Oh, Verona! Oh geil gehalten. Du hast gerade uns in dem Sinne den Sieg geschenkt. Das ist noch nicht vorbei. Ich jetzt in der letzten Sekunde. Ach nein. Ich versuche mich ganz oft sowas von am Ende. Dennis, den hättest du aber kriegen können. Na ja, klar. Auf die andere Seite, das willst du ja schon. Das letzte Jahr ist ein Tor, glaube ich, ganz leicht sagen. Nein! Ich habe Nitro statt Springen gedrückt. Da ist jemand kaputt gegangen, aber entschuldige sich gleich. Sehr schön. Nee, ich habe ihn kaputt, den Mate kaputt gemacht. Achso, er hat dich entschuldigt. Er hat sich für dich entschuldigt. Und rein. Ja, super. Geht doch, Dennis. Sehr schön. Auf dich verlasst. Oh, wunderbar. Ich bin gerade echt stolz auf mich, dass ich den Ball gehalten habe. Ja, war nice. War auch sehr wichtig in dem Moment. Ich meine, am Ende war es egal, weil es trotzdem gefallen ist danach, aber klar. In der Situation war es trotzdem wichtig. In der Situation war es gut. Drei waren, wenn er drei gegen dich alleine. Oder nicht von der beiden vorne. Ja. Ja, ja. Bist du da? Ja, ja. Ah. Oh mein Gott. Ah, ja. Und das für Stromeinschläge. Achso. Weil der Bot weg ist und dafür andere. Die sind jetzt gerade. Ist nur noch Bots oder was? Nee, nee, der Bot ist jetzt weg letztens. Das sind jetzt drei echte Spieler. Ich
Und vor. Oh, Print, Steilpass nach vorne, Dennis. Und rein das Ding. Leider nicht, der weggerammt hat. Nicht mit mir, Jungs, nicht mit mir, Oberla. Hey, ich habe ihn reingekriegt. Geil, oder? Endlich habe ich auch mal wieder ein Tor. Schaut euch an, wie schön ich den gemacht habe. Wahnsinn. Denk einfach, du willst ihn treffen, du willst ihn reinmachen, dann hinter, musst du noch nicht retten. Und umgekehrt. Wir schenken uns jetzt aber dafür bestimmt ein Tor. Ich hab so das Gefühl, das wollen die nicht. Und pass nach vorne und rein. Nicht im Tor. Bin wieder da. Bin vorbei. Ist drin. Danke. Bitte. Ja komm, du hast noch gegen den gespielt, oder was? Da konnte ich ja fast noch kaum irgendwas machen. Fahr doch vor, du standst doch vor mir. Warum bist du hier vorne? Weiß kann. Bin hier schon wieder hinter. Entschuldigung, dass ich mich aus meinem Kämmerchen getraut habe. Geh vor, ruhig. Junge, schubst mich nicht. Ich hatte halt eine Chance gesehen, wo man vielleicht den Tor schießen hätte können. Aufstich. Dem mit euch ja mit hinten. Deswegen bin ich einfach vorgestürmt, weil es gerade passte, weil kein anderer da war. Die Lücke war da. Warum ist das? War doch jetzt auch kein richtiger Anschiss, Mensch. Jetzt bleibt doch mal ganz entspannt hier. Er hat aber genauso weh getan. Gut gesehen, nicht gerade zurückpassen würde. Und? Ah, komm! Verdammt! Ich bin direkt an dem vorbei. Schön. Schön. Alle beide. Dennis, der gelauert hat, Kim, die ihn rausgespielt hat. Letzte Minute, Jungs. Mädels. Und da ist er drin. Hin? Nee. Ah. Doch, da ist er drin. Oh, im falschen Tor. Erst drin.
Menu. Hallo. Menu. Menu, der schlafen oder träumt nicht von uns. Der träumt von Rocket League. Hat er nicht gemeint, er hat den Albträume? Das war bezogen auf mich. Er kriegt Albträume von dir, Rocket League. Weil ich ihm doch vorhin so einen übelsten Schrecken verpasst hatte. Boah! Passt. Nein! Wovon ich jetzt aber nicht sagen kann, dass es immer noch ganz so schlecht ist. Also es ist von Runde zu Runde unterschiedlich. Aber wir machen uns doch ganz gut. Hat ja auch eine Langform. Das war früher ein COD-Clan. Tech steht für Perfect Ability. Statt Exist halt nur Assist. Okay. Das war damals ein COD-Clan. Aber du hast ja gesagt, bei dem wolltest du ja bleiben, bei deinem Tech. Ja, weil das der Clan von meinem Bruder ist. Ja, dann müsst ihr uns mal einmitladen. Einmitladen? Einmitladen, ja. Ich hab damit kein Problem. Was? COD? Nein, nicht in COD, sondern in den Tieren. Dass wenn wir hier das gewinnen, dann steht halt der Teamname da. Das Coole ist, wenn es Clan-Matches sind, also hast ja alle Spieler, genau, haben wir eigene Farben und Gegner ja auch eigene Farben. Aber ja, nur ja beide Teams. Wir hatten es ja damals mit dem DM probiert. Oh, COD ist schon ganz geil. Ich hab eine Zeit lang gerne COD gezockt. Ich hab Teil 1 damals gespielt. Wurde 4 ja, CDs hat zum Installieren. Das Oldschool COD 1. Ja. Das war eine Vorlage von mir. Ja. Das Oldschool COD war das Beste. Na, das, was ich am meisten gezockt hatte, war COD Black Ops 2. Das und das ist auch der Clan-Tag ist auch von COD 1 übrigens. Okay. Ich habe damals COD nur in der Story gespielt und dann mit meinem Bruder im Koop sich gegenseitig zu finden und abzuknallen, nur zu zweit. Das habe ich auch gemacht, aber wie gesagt, das hatte ich mit COD Black Ops 2 gemacht. COD Black Ops 3 habe ich gespielt. Also halt auch nur den Online-Modus. War aber tatsächlich gar nicht so meins. Könnte aber auch einfach mit dran gelegen haben, dass ich da halt echt nicht viel Zeit drin hatte, um mich da zurechtzufinden. Ne? Von daher kann ich halt wirklich sagen, so aus meiner Sicht fand ich Black Ops 2, weil ich es halt einfach am längsten gespielt hatte, am besten. Okay. Wie gesagt, kann ich nicht mitreden. Ich hatte nochmal ein COD gezockt mit Freunden an so einem Gaming-Tag, wo wir gemeinsam spielen wollten. Aber sonst halt auch nicht. Macht auch das gerade, wenn du da ja mit Kumpels spielst, die dann mit denen zusammen beispielsweise mal einen Clan machst. Das ist dann schon cool. Oder MW3. Fand ich auch geil. COD. Ja, MW3 ist auch cool. Also mein Bruder hat mich damals bei COD gehasst, weil ich halt immer Sniper-Arsch war. Ich schlag in irgendwo. Was? Also ein toller Camper warst du. Ja, ja, ich lag in irgendwo, ich war im Gebüsch, ich lag im Treppenhaus und hab diagonal durchs ganze Treppenhaus durchgeschossen. Nur solche Sachen. Fand er nicht so geil. Der hast immer nur aus dem anderen Zimmer den Schreiner und du netter Mensch, du! Sozusagen. Du hast eine Art Wörter gerufen. Weil ich halt wieder. Ja. Irgendwo im Gebüsch lag, irgendwie. Ich sehe ihn durchs Haus laufen, liege draußen am Baum und im Gras und schaue ihm zu, wie er durchs Haus raus bin, wenn er am Fenster steht, zack, weg. Ich bin auch eher eine Person für taktisches Warten. Ja, taktisches Ausdruck, ja, weil. Ja, das ist ja. Aber tatsächlich habe ich zu Snipern immer sehr, sehr gerne Schnippi gesagt. Doch Schnippis? Doch Schnippi. Shinky hat seinen eigenen Torschuss geblockt, okay? Das war sein Teammate. Weil Sniper und Schnippi klingt halt irgendwo ein bisschen ähnlich, wenn du jetzt zum Beispiel Sniper sagen würdest. Sniper und Schnippi. Mhm.
Und ich habe halt immer gerne Schnee, wie gesagt. Keine Ahnung, woher ich das hatte. Ich hab mich irgendwie mal versprochen gehabt. Das weiß ich noch. Und dann hat sich das so etabliert gehabt bei mir zum Schnee. Okay. Dennis, jetzt haben wir es beide verkackt, ne? Ja, du hast das Tor gemacht. Ich wir haben beide nicht getroffen. Du hast ihn getroffen. Du hast den gemacht. Nee, ich habe nicht getroffen. Doch. Ich bin dran vorbeigeflogen. Doch. Oh doch. Ich bin dran vorbeigeflogen, definitiv. Schau mal in den Stream. Um was sollen wir wetten? Ich wette. Du bist zu 100% was du da drin. Ich habe den Ball nicht berührt. Aus meiner Sicht habe ich nicht berührt, auch in der Wiederholung nicht. Oh doch. Auch jetzt habe ich den Ball nicht wieder berührt. Derjenige, der verliert, bezahlt das nächste Raclette. Bin ich dabei. Den ganzen Grill? Nein, nicht den Grill, sondern Was da dazu gehört. An Essen, Getränken. Genau. Also so wie beim letzten Mal, da habe ich ja schon eins gut. Nein, weil da war ich ja nicht geplant ursprünglich. Du warst aber da. Aber ich war nicht geplant, ich wurde eingeladen. Nein! Und außerdem haben wir... Jetzt hast du ihn reingemacht. Das stimmt. Eindeutig. Da gebe ich dir recht. Da hat man wirklich gesehen, dass du berührt hast. Ich habe vorhin nicht berührt. Willst du die Wette einnehmen? Schau in den Stream nach 4 Stunden 40 ungefähr. Brauche ich nicht. Ich glaube, nach dem Game kannst du das Replay speichern und kannst du das in der Wiederholung angucken. Mit Ranzoomen und allem Möglichen. Nee, das ist tatsächlich so das Witzige, was ich immer wieder feststelle bei solchen Spielen wie das hier. Auch wenn es jetzt in echt wäre, Sportunterricht, hier so zwei Felderball bzw. Völkerball. Da bin ich immer so die sehr aktive Person. Aber sobald es um Shooter geht, bin ich immer diejenige, die einen Sniper ist. Das ist ja. Hast du das in der Schule auch, den Sniper-Unterricht? Das klang jetzt so. Der Shooter-Unterricht. Also in die Schule will ich auch. Aber die schießen nicht mit Platzmunition. Das ist mir egal. Ich glaube, ich bin nicht die schlechte Schütze. Auch als ich ich bin im Tor. Das ist schön, wir haben 1-2 verloren. Passiert. Auch als ich beim Soft Air bzw. Airsoft, das spricht ja jeder gerne unterschiedlich aus, betreibermäßig. Ja, das kann man ja mit mehreren Waffen machen. Das hat dann diesmal der Sniper an sich zu tun. Ja, das stimmt. Aber eine Sniper dazu wäre halt schon ganz cool gewesen. Die hatte ich aber nicht. Ich hatte halt wirklich nur eine Beretta. Und mit einer Handfeuerwaffe auf Sniper zu machen, sage ich jetzt mal, ist gar nicht so geht. Einfach. Weil ja, aber das geht. Es geht, ja. Ist Ola. Aber nicht einfach. Was denn? Du hast mich gerade weggeschossen, wo ich gerade freie Bahn zum Tor hatte. Also da war es jetzt gerade nicht dran. Alles gut. Ja, wie gesagt, geht, ist aber gar nicht so einfach, da die Sniperwaffen halt einfach eine viel größere Präzision und Reichweite haben, anstatt wie so eine Handfeuerwaffe. Auch beim Airsoft. So. Und ja, schon wieder das Thema. Hatten wir ja nicht letztens erst, ne? Und rein. Ich habe schon wieder eine Vorlage. Ich dachte, da kommst du noch ran. Nee, da bin ich nicht mehr rangekommen. Der Ball ist schon ewig unterwegs und galt noch als Vorlage. Sehr schön. Das ist auch immer ganz komisch, was er als Vorlage zielt und was nicht. Ja, der letzte Pass von der Mitspieler. Ja, nee, nicht immer. Nein. Ich glaube mir, so einfach ist das hier nicht. Ja, die letzte Berührung vom Mitspieler hatte ich jetzt eigentlich bis jetzt immer so festgestellt. Nee, ich hatte schon oft Situationen, da war ich definitiv der Letzte und hab den Assist nicht bekommen. Und dann habe ich da war schon eine halbe Minute nicht mehr am Ball und habe einen Assist bekommen. Also das ist sehr unterschiedlich. Glaub mir. Dafür habe ich schon zu viele Spielstunden bekommen. Such die. Das ist leider Gottes wahr.
Schön, dass du es einsiehst. Ja, Einsicht, ne? Das ist der erste Schritt. Heißt aber doch lange nicht, dass man es deswegen ändern möchte. Eben. Na was denn, du gehst dann geh doch vor. Ne, ich bin noch hinten, wissen wir doch. Ich konnte es gerade nicht so ganz definieren. Ja, ich habe mir nur einen Boost geholt, aber ich bin also noch da. Ja. Okay. Hallo? Nein, ich bin nicht da. Ich flieg gerade durch. Moment, bin gleich wieder da. Ich bin da. Schön. Bin nicht da. Was ist denn hier los, bitte? Wir wollten gerade alle auf Kuschelkurs gehen. Ja, irgendwie etwas tieren gerade. Hilfe! Ich hab nur gegen geschleudert hier. Alter! Was ist denn hier los? So, jetzt bringen wir kurz. Kurz noch zu Concentration, please. Zu spät. Der Zug ist abgefahren. Der nächste hält uns nicht mehr. Ach ja. Wenn die Zeit schon so weit ist, dass man sich einfach nicht mehr konzentrieren kann. Ist schon so schlimm bei dir? Nö, noch nicht. Bisher ist es eher der Spaßfaktor. Corinna will auch kuscheln. Wo hast du deine Pandas? Ich glaube, das ist anderes Kuscheln. Das ist anderes Kuscheln, ja. Dann musst du wieder nach Leipzig kommen. Oder wir machen uns irgendwie in meinem Praktikum oder so was aus, dass ich zu dir komme. Wobei wie? Das tatsächlich jetzt. Du kuschelst mit anderen Menschen. Mit meiner Corinna kuschel ich ja. Nein! Oh. Ja, das wurde jetzt nicht der Fall. Ja, ja! Was ja. Ist denn das hier für ein Chaos, ey? Licht mal wieder ein Tor. Sogar intensiv, okay. Ja, da gibt es so ein paar Bilder aus dem Unterricht zum Beispiel. Was? Lass mich doch mal ausreden. Hat ja mal schlimm auf aus dem Unterricht. Intensives Kuscheln. Unterrichtsstunden, ne? Erst nur das Sniper trainieren, dann kuscheln. Das ist ein interessanter Unterricht. Krass. Also, hatten wir das nicht mal? Erst buddeln, dann kuscheln? Ja. Erst buddeln, dann. Daneben. Wenn du den Typen vorher selber umgebracht hast, dann ist es doch perfekt für das Sniper. Dann brauchst du nicht mal buddeln. Nee, erst bringst du ihn um, dann vergebst du ihn. Und dann kuschelst du mit ihm. Wenn du den da ausgebuddelt hast. Und nebenbei machen wir natürlich auch noch Ausflüge auf Proben. Nur Rad rauszubuddeln. Genau. Nein, bin daneben. Dennis. Rette mich. Ich zeig dir dann mal die Bilder, Schatz. Tschüss. So muss es. Ich gehe noch mal auf Klo. Klolettenparty. Ja, das stimmt, ja. Klolettenparty.